Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein, ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Na klasse. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Das Erbrochene aber bitte im richtigen Klo waschen. Mein Gott, war der schlecht. Wir sind doch jetzt kein Deut weiter, oder? Oder können wir... Wir können jetzt wütend werden. Okay, dann werden wir mal wütend. Und schlagen diese Gittertür ein. Die Tür war fest verschlossen. Ja, super. Nicht zum Ordnungsraum, ich wollte zur Rollenspielrunde. Was die jetzt tun sollen. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Motygor steht in deiner Schuld. Hoth Motygor, da fällt mir gerade was ein. Ja, jetzt mach. Die Tür warst verschlossen. Lilly, Harvey. Verdammt, ich dachte jetzt, das Gittertor ist jetzt offen. Oh. Das war aber vorher noch nicht da. Fall. Ja. Sonst gibt's hier nichts, oder? Nee. Ich kann mal versuchen, mit dem Pfeil das Gittertor aufs Maul, das wäre aber jetzt schon arg unlogisch. Die Tür war fest verschlossen. Alter. Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Ja, wieder rausnehmen. Es, Lilly. Alter. Da drüben gibt's auch nichts. Lass mal. Jetzt komm, geh weiter. Was man anklicken könnte, nein. Nichts gibt's, zwar Kaffee brauchen wir. Ich schau mal, vielleicht können wir irgendwie Geschicklichkeitspunkte sammeln irgendwo.
Wo können wir auf Geschicklichkeit skillen? Die Frage ist, bei welchem Spiel. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Ja. Irgendein Geschicklichkeitsspiel, bitte. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ja. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Och. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Wir können doch wütend werden. Ich mal mit Orgelbecher. Ja, das war jetzt sehr ergiebig. Oh. Au! Was ist das denn? Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Ja. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Dieses Spiel, ganz ehrlich, es ist der Armer. Ich einfach Schlösser. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Rollenspielcharakter. Wenn wir können ja vielleicht das im Rollenspiel. Harvey. Vielleicht können wir das im Rollenspiel jetzt verwenden, diese Charaktereigenschaft da. Hallo. Und wenn das virtuelle Tor offen ist, ist vielleicht auch das reelle Tor offen. So, jetzt kommt. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Ach du Scheiße. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob. Das ist... Oh, Gottes Willen, das tut weh. Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Öffnet ihr auch das reelle Tor, das gibt's nicht. Ah, die Logik dieses Spiels ist unbändig schön. Oh, da ist Ätnas alte Zelle, genau. Als Ätna bricht aus, ist das so. Die Tür war fest verschlossen. Ja, das war ja klar. Porträt nehmen wir mit. Was zum Teufel? Sonst heißt es immer, ihre Arme waren zu kurz. Aber jetzt kommt die auf dieses Porträt da auch schon hoch, oder? Das ist klar. Ich meine, da oben ist der Nagel. Und das Porträt einfach so ein bisschen hochzuhalten, damit die Schnur rausfällt, geht ja auch nicht. Ich meine, die muss mit den Händen da bis da. Ich sag nix. Zum Abstellraum. Das Phantom. Ach ja, genau, das Gehirn. Wie hieß es? Bob oder sowas? Spiegel nehmen wir auch mit. Ja, Lilly klaut hier die ganze Anstalt leer. Termitenfarm. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Scheiße. Hier unten ging noch Bol. Ja. Sicher. Das Phantom. Die geht doch sich echt hin. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Mein Gott.
Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Ich hab schon eine Idee. Ganz ehrlich. Ich kann verstehen, warum dein Vater dich mit so einer Tüten, zum Tütenkopf nicht wollte. Ganz ehrlich. Und ich wette, wir müssen hier das Bild an den Orten hängen. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Oh, müssen wir zuerst den Spiegel an den Kleiderständer ran machen. Das war kein guter Platz, um... Was? Das war kein guter Platz, um das hier aufzuhängen. Bowlingkugel? Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Du hast Spaß gemacht. Das war kein guter Platz, um das hier aufzuhängen. Okay, dann vielleicht an den Haken. Das Porträt hier hin. Das war kein guter Platz, um das hier aufzuhängen. Dann nehmen wir den Spiegel wieder mit. Dann hängen wir das Bild da hin. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre es aber... Was fehlte? Können wir vielleicht den da drüber hängen? Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Ja. Geht hier jetzt irgendwie... Oh, was ist das? Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Nein. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Ja, das ist auch gut. Honig, Pfannkuchen. Ja, die nimmt das einfach mit. Das war ja klar. Die nehmen da auch. Ach so, ich dachte jetzt, die nimmt die Lunchbox mit. Honig, Pfannkuchen. Jetzt hier dann. Das Porträt ab. Kann ich das kombinieren? Herto. Was? Herto. 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 Hä? Herto. Porträt. Ja, der sagt die ganze Zeit Porträt rückwärts, oder? Herto. 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 Porträt, ja, der sagt die ganze Zeit Porträt rückwärts. Honigpfannkuchen. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Ja. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Was hat Lilly für Vorstellungen? Kann ich dir vielleicht den Termin... Nein, kann ich nicht. Ruft Naftieno. Was? Ruft Naftieno. Honigpfannkuchen. Ach! Jetzt habe ich es kapiert. Wenn ich irgendwas mit dem Spiegel...